Okay, guten Morgen. Ich bedanke mich sehr viel. Mein Name ist Mina Ahadi und ich komme aus dem Iran. Soweit diese Themen betrifft, Religion und Frauenrechte, ich habe in meinem Herz sehr viel erlebt und sehr viel zu sagen. Das heißt, also ich rede heute über ein Land, dort haben wir traditionell Islam immer wieder gesehen. In unserem Leben Islam oder diese Religion war immer dabei. Ich bin im Iran in ein kleines Dorf geboren, namens Abhar, und 1956 geboren. Und damals, es gab eine andere Regierung im Iran, also eine Dynastie, Pahlavi-Dynastie. Als ich Kind war, also 6, 7 Jahre alt, ich musste mit Chador auf die Straße gehen. Also langsam, wenn ich ein bisschen groß war, ich durfte nicht zum Beispiel von A zu B gehen, weil wir waren eine muslimische Familie. Ich war sehr klein, mein Vater ist gestorben und meine Mutter zum Beispiel, ich habe erlebt, wenn sie wollte eine Schuhe kaufen, von Geschäft haben Schuhe nach Hause gebracht und meine Mama hat alles probiert und dann zum Beispiel Schuhe gewählt. Das heißt, damals als Kind und nachher als Teenager habe ich gesehen, Religion und Allah bringt sehr viel Einschränkung in mein Leben. Aber da ich keine Ahnung gehabt hatte damals, habe ich gedacht, also alles ist normal. Meine Chance in meinem Leben war, dass mein Großvater war Atheist und Großvater, also der Vater von meiner Mama, und hat in Teheran gelebt. Wir waren immer wieder, wenn wir Ferien gehabt haben, im Iran war es so 3 Monate Schulferien, dann waren wir in Teheran 4 Stunden mit Bus gefahren und dann war ein ganz anderes Leben, ohne Chador, ohne Kopftuch. Und ich habe also sehr schöne Minirock angezogen, als ich 14, 15 Jahre alt war. Und alles war ganz anderes. Farbe, wir durften durch ins Kino gehen, Eis essen in meinem kleinen Dorf. Alles war verboten. Also irgendwie, ich durfte nicht einkaufen gehen auf die Straße, weil ich war ein Mädchen. Also diese widersprüchliche Leben hat mich sehr viel beeindruckt. Ich habe immer wieder nachgedacht, langsam, wieso darf ich nicht in Teheran leben? Ich habe meiner Mama gesagt, ich möchte, dass wir hier bleiben. Aber das war nicht möglich, weil wir haben keine Möglichkeit, also finanzielle Möglichkeit gehabt. Und genau diese Themen haben mich so weit gebracht. Ich habe gedacht, Mama, wieso darf ich nicht zum Beispiel in Abhar ohne Kopftuch auf die Straße gehen? Und die Antwort war Allah. Allah denkt etwas anderes über Frauen. Allah sagt so etwas. Dann habe ich gedacht, okay, kann ich diese Allah besser kennenlernen? Und Koran, also heilige Buch von Moslems oder Islam, habe ich, also war Arabisch. Ich habe meine Mama gefragt, darf ich ein Koran auf Persisch lesen? Und ja, das war möglich. Ich habe ein Koran bekommen, eine Übersetzung vom Koran, und habe ich das gelesen. Dann habe ich, also diese Heiligkeit war weg. Wir haben immer wieder Koran Arabisch gehört, mit also Allahu Akbar, so. Das bringt mich auch jetzt irgendwie einen Angstzustand. Wir sind um 4 Uhr Mitternacht aufgestanden, Ramazan. Und ich habe immer diese arabische Zingsang von Radio gehört und ich habe immer wieder als Kind sehr viel Angst gehabt. Jetzt alles dunkel und Allah guckt uns so ungefähr. Aber wenn ich dieses Buch gelesen habe, 14, 15 Jahre alt, habe ich gedacht, das ist sehr komisches Buch. Das ist sehr überflüssig, das ist sehr widersprüchlich. Irgendwo sagt, man darf Menschen umbringen und in eine andere Zettel also schreibt, Menschen sind alle gut, man muss mit Menschen gut umgehen, alles so. Wenn diese Heiligkeit weggefallen war, dann war eine Höhle psychisch für mich. 3 Monate lang habe ich nachgedacht, oh mein Gott, was soll ich machen? Weil wir haben immer wieder zu Hause gebetet, also 5-mal am Tag, alle, also mit Chador und so.
Langsam habe ich aufgehört, 2-3 Tage nicht beten. Dann habe ich immer Angst gehabt. Ich möchte psychische Belastung hier erklären. Ich habe gedacht, ich werde schreien, wenn ich nicht bete. Das war ein Ritual. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss noch einmal anfangen zu beten. Dann habe ich gebetet, aber auf Persisch habe ich gesagt. Habe ich gesagt, Allah, du bist das zum Beispiel. Das war sehr lächerlich, weil muss man immer Arabisch beten. Dann habe ich auch manchmal gelacht und habe ich geguckt, das ist ein bisschen komisch. 3 Monate hat gedauert, bis ich aufgehört habe zu beten. Dann ich war nicht mehr Muslims. Das war ein Prozess, aber langsam dann habe ich schon angefangen nachdenken. Zum Beispiel, wenn ich erste Mal meine erste Periode bekommen habe, das war auch ein Tabuthema. Alle haben gesagt, nein, nicht darüber reden. Wenn zum Beispiel mein Körper hat sich geändert, dann immer wieder, das war ein Tabuthema, ein Sünde. Du darfst nicht das zeigen. Das heißt, wenn man, also ich denke, Feministinnen oder Frauenrechtsorganisationen weltweit haben noch nicht darüber recherchiert, wie Religion und Islam unser Leben, unser Sexualleben, unser Körper irgendwie fremd gemacht hat. Marx hat einmal beschrieben, Menschen werden fremd, also irgendwie mit sich. Und ich denke, ein Theoretiker muss auch schreiben, wir werden fremd mit unserem Körper, wegen Religion. Und in laufender Zeit, wir verlieren unsere Lust auch. Also soweit Sexuallebens betrifft, weil zum Beispiel, wenn ich 15 Jahre alt war und ich wollte einen Freund haben, das war ein sehr, sehr wichtiges Tabuthema. Und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, mein Bruder hat also Hauptrolle gespielt, obwohl er war 4 Jahre älter als ich. Wir haben keinen Vater gehabt. Aber er hat mich kontrolliert. Er war auf die Straße. Er hat immer geguckt, wo ich gehe. Und irgendwann, wenn ich erwischt wurde, dann, ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine also Kriminalität, weil ich war Ehre von meiner Familie. Ich habe erste Mal diese Wort damals gehört. Du bist Namus auf Persisch. Du bist unsere Ehre und du darfst nicht unsere Ehre verletzen. Okay, soweit Religion als Tradition damals. Aber ich bin eine Person, ich komme aus einem Land, diese Tradition wurde gesetzt in unserem Leben. Also ich habe damals gedacht, okay, Mina, du lernst sehr gut, du gehst von dieser Stadt weg in eine große Stadt und du lebst dein Leben. Das habe ich getan. Wirklich. Ich habe jetzt zu Hause mein Berufungsergebnis, als ich im Iran zum Beispiel ist, man muss 12 Jahre also studieren, das habe ich gemacht. Und ich war im Bundesland erste Person, also mit 1 plus, so. Weil ich wollte, das war meine Freiheit. Na, und dann, ich war in der Universität Tabriz, Medizin habe ich angefangen zu studieren. Ich erinnere mich, erster Tag, wenn ich in der Universität Tabriz war. Chador weggeschmissen mit einem Minirock, sehr schön. Also ich erinnere mich, das war eine grüne Kleid und ich bin dort gegangen. Dann habe ich gedacht, okay, Mina, du bist jetzt frei. Ich habe angefangen zu studieren und dann eine unruhige Geist, ich habe immer wieder gehabt. Ich habe angefangen mit andere Studenten reden. Wir haben angefangen zum Beispiel Marx lesen, Tolstoi, sein oder nicht sein. Ich habe nichts verstanden, aber trotzdem habe ich das gelesen. Und so, also ein intellektuelles Leben irgendwie habe ich angefangen dort. Dann habe ich gesagt, das ist aber verboten. Man kann mit Minirock auf die Straße gehen, aber bei Pahlavi-Dynastie kann man nicht Minirock und Marx zusammen haben. Und dann war ich politisch aktiv gegen dieses also Regime. Wir haben Demonstrationen organisiert hin und her. Und irgendwann war im Iran Revolution auf die Straße. Wir waren schon auch sehr aktiv. Also
Und dann habe ich Khomeinis Name, Khomeini ist sehr bekannt im Iran und weltweit, von BBC gehört. Angeblich Khomeini ist Führer von meiner Revolution, von dieser Revolution. Haben wir gelacht, also wir Frauen in der Universität. Am Endeffekt also kann man darüber sehr viel diskutieren. Politische Lage weltweit und wer hat geholfen. Und auch im Iran, Islamisten haben immer wieder also sehr viele Organisationen gehabt, sehr viele Moschee und hin und her. Am Endeffekt, unsere Revolution wurde von Islamisten also genommen und dann Schah war weg und Khomeini oder Islamisten haben im Iran Macht gewonnen. Das ist eine andere Kapitel von meinem Leben. Vorher Religion war als Tradition, als Kultur, als Mentalität. Nach dieser Revolution, diese Gesetze, diese Allah, diese Koran war Gesetz. Und jetzt können Sie schon vorstellen oder unser Leben sehen. Ich habe auch einige Bilder hier gebracht. Man kann besser sich also vorstellen, wie war die ganze Lage. Wenn Islamisten im Iran Macht gewonnen haben, also ich war von Anfang an und mehrere gegen Khomeini, gegen Islamisten. Und dann, ich denke, man muss in Europa oder weltweit das genau gucken. Eine Regierung oder einige Leute, einige Islamisten haben versucht, eine Revolution niederschlagen. Schah hat das nicht geschafft. Also wir junge Menschen waren nach wie vor auf die Straße. Aber keiner hat uns gehört und Weltöffentlichkeit überhaupt nicht. Also CNN damals, ich weiß nicht, CNN war, oder BBC und alle anderen haben darüber berichtet. Iran hat eine islamische Revolution gemacht. Menschen im Iran haben eine islamische Revolution gemacht. Und Khomeini hat Macht gewonnen und haben auch einige Teile von Demonstrationen gezeigt. Frauen mit Chador haben nicht mich gezeigt mit Minirock auf die Straße. Das haben nicht gemacht. Und dann, wenn Khomeini Macht gewonnen hat, unten war nach wie vor Revolution unterwegs. Wir haben sehr viel Macht gehabt in unsere Städte. Und dann die erste Aufruf gegen Menschen, gegen Revolution, gegen junge Menschen war das Kopftuch. Das ist sehr, sehr wichtig auf meine Sicht. In europäischen Ländern wird das nicht gesehen. Kopftuch war nicht ein Kleidungsmodell oder ein Stoff. Kopftuch war ein Instrument, eine Waffe gegen Revolution im Iran und gegen Frauen und Islamisten mit Kopftuch angefangen, niederschlagen Menschen. Das heißt, Khomeini hat gesagt, entweder Kopftuch oder schlagen wir euch. Das war ein Aufruf, also in verschiedenen Medien. Und dann, es gab Diskussion in Universitäten, so wie hier. Es gab verschiedene Meinungen. Einer hat gesagt, Kopftuch ist nicht so wichtig. Besonders Männer haben das gesagt. Kopftuch ist nicht so wichtig. Das ist eine Regierung oder das ist ein Trend gegen Imperialismus. Linken haben das gesagt. Imperialist, also Khomeini kämpft gegen USA. Und bleib ruhig. Kopftuch ist nicht gut, wichtig. Ich als eine Person und diese Frauen und 100.000 Frauen waren wir auf die Straße in verschiedenen Städten, haben wir gesagt, Kopftuch ist sehr wichtig. Das ist ein Angriff, das ist ein Symbol, das ist ein Zeichen von Islamisten und wir sind gegen Kopftuch. So. Niemals und niemals in deutschen Medien wird über Iran 1979 so gesprochen. Niemals. Keiner hat diese Foto gesehen. Weil heute auch wird über Kopftuch etwas anderes gesprochen in Deutschland. Noch andere, also noch gibt es eine farbige. Du kannst so. Schauen Sie. Das ist 1979. Ich war eine von Organisatoren von diesen Demonstrationen. Wir haben zum Beispiel, schauen Sie Fotos, das ist sehr, sehr interessant. Gesicht von Frauen, schauen Sie. Und alle sind Frauen. Sehr interessant. Wir haben natürlich Männer gehabt,
so wie dieser Mann oder einige haben irgendwie uns gestützt, aber kein Mann ist drinnen. Das ist das. Was ich sagen möchte, zum Beispiel, ich war in Tebris, Universität Tebris, und wir haben einen Aufruf geschrieben, wir gehen auf die Straße gegen Kopftuch. Ich habe erst einmal eine Rede öffentlich gehabt über Politik, meine erste Rede. Und dort habe ich gesagt, diese Regierung ist reaktionär und wir akzeptieren dieses Regime nicht. Wir haben, oder diese Frauen haben gesagt, Frauenrechte sind universal, nicht westlich oder östlich. Khomeini hat gesagt, Frauenrechte ist westlich und wir sind anderes. Und wir definieren Frauenrechte anders. Das war eine Rede. Oder wir sind gegen Westen und auch Osten, die haben schon gesagt. Aber ich meine, das ist ein Foto von einer Demonstration. Wir haben ein Manifest weltweit aufgerufen. Frauenrechte sind Menschenrechte. Frauenrechte sind universal. Wir sind Frauen und wir sind gegen Einmischung von Religion in unser Alltagleben. Jede von diesen Frauen hat damals eine Lebensgeschichte gehabt, so wie ich. Wir haben uns in unserem Leben gesehen, wie unsere Mutter zum Beispiel gelitten haben, wie keine Recht gehabt haben, sich scheiden lassen, irgendetwas sagen. Und wie haben wir das, wir waren sehr viele Studentinnen, wir haben geschafft, uns ein bisschen nach vorne bringen gegen diese Religion. Glauben Sie mir, wenn ich mit linksorientierten Organisationen gearbeitet habe, wir junge Menschen haben immer wieder zuerst angefangen, über Religion reden. Das war große Diskussion. Was ist Islam? Was ist richtig? Was ist falsch? Darwin hat Recht gehabt oder Prophet Mohammed? Dann haben wir uns frei gefühlt. Das war wirklich so. Wir haben stundenlang geraucht damals, so wie alle Linken, und haben wir diskutiert. Und dann haben wir uns irgendwie befreit, irgendwie. Ich denke, das ist so wie ein Virus, noch tief drinnen, auch bei mir. Noch ist geblieben. Aber trotzdem, wir haben versucht, uns irgendwie heilen. So. Weiter? Okay. Wir haben auf die Straße gesehen, also zuerst Männer mit Bart waren gegen uns. Junge Männer, so wie Salafisten, Sie können schon vorstellen. Man kann auch jetzt hier in Aldi sehen, ein Mensch kommt mit Bart und irgendwie anders angezogen. Diese Männer haben uns geschimpft auf die Straße. Dann Demonstrationen ist weitergelaufen. Zum Beispiel nach einer Woche in Tebris habe ich gesehen, Männer mit Messer auf die Straße. Ich erinnere mich jetzt sehr gut. Wir sind weggelaufen und ein Mann mit Bart und Messer, eine kleine Mädchen ist runtergefallen. Ich wollte diesem Mädchen helfen, dann ich sehe, ein Mann steht mit Messer. So wie Männer, die jetzt afghanische Mann hat in Berlin vor 3 Tagen seine Frau umgebracht, zum Beispiel. Diese, also Männer mit Messer, die erlauben, Allah hat schon gesagt, wenn Frau das und das nicht gemacht hat, dann du darfst ein Messer nehmen und diesen Menschen umbringen. Und dann Männer mit Kalaschnikow waren auf die Straße und unsere Demonstrationen, also war nichts möglich. Als ich erst einmal nach großen Demonstrationen in der Universität war, dann habe ich gesagt, ich darf nicht rein. Wir haben damals eine kleine ID-Card gehabt, ich weiß nicht, wie heißt. Und dann hab ich gezeigt und diejenige hat gesagt, nein, Sie dürfen nicht rein. Habe ich gesagt, wieso? Und dann hat gesagt, ja, gucken Sie eine Liste, 50 Personen dürften nicht weiter studieren. Das heißt, sie haben mich rausgeschmissen, weil ich eine Demo gegen Kopftuch organisiert habe. Dann habe ich in eine Fabrik gearbeitet, Pepsi-Cola-Fabrik, und dann Islamisten
nach dieser Niederschlagung haben schon angefangen, alle Menschen eingreifen, Arbeiter und alle, und dann war Gesetz. Also ich rede jetzt über eine politische Movement, politische Bewegung, politische Islam. Und politische Islam im Iran hat schon angefangen mit Mord, Hinrichtungen und Steinigungen. Also ich habe in meinem Leben gesehen, wenn du als eine Frau nicht akzeptiert, Kopftuch tragen, und wenn du gegen Khomeini oder andere irgendetwas sagst, dann bringen wir dich auf die Straße. Und wir werden dich also steinigen. Ich habe im Iran gesehen, in sehr moderne Möglichkeiten, haben Radio und Fernsehen gesagt, heute Frau M.A., zum Beispiel Frau M.A., so, wird hier auf die Straße gesteinigt. Ich habe zuerst gedacht, so wie sie, wie wird eine Frau gesteinigt? Wie machen das? Ich habe meine Großmutter gefragt und sie hat gesagt, das weiß ich nicht, schon seit 100 Jahren in diesem Dorf, wir haben nicht Steinigung gesehen. Aber ich habe das gesehen, das erste Mal. Männer stehen rundherum und eine Frau, so wie ich, so wie sie, ganz normal, wird auf die Straße gebracht, in ein Todeshemd gewickelt und die Männer werfen so viel Stein, bis diese Frau tot ist. Und ich habe gedacht, ja, wer hat diesen Mensch umgebracht? Was war das eigentlich? Und glauben Sie mir, mein Leben nach dieser Steinigung, nach erster Steinigung im Iran, hat sich sehr viel geändert. Also ich war nicht die Person, die einen Tag bevor diese Steinigung gelebt habe. Und damals habe ich gesagt, ich sage das immer wieder, warte Mina, wenn die Weltöffentlichkeit von so etwas hört, dann die Uhren bleiben stehen, Fabriken bleiben stehen und Menschheit gibt schon eine Antwort. Und 1990 bin ich geflüchtet nach dieser Weltöffentlichkeit gekommen und dann habe ich gesehen, es gibt einige Islamwissenschaftlerinnen, die erklären, Frau Ahadi, nicht so emotionell werden. Schauen Sie, im Koran steht das und das und auch Steinigung steht nicht im Koran. Einmal habe ich in Mainz in einer Konferenz teilgenommen und die Frau, eine Frau aus Deutschland, eine Islamwissenschaftlerin, mit sehr gelassener Haltung hat gesagt, ja, wissen Sie, im Koran steht es. Ich habe gesagt, scheißegal, ob es steht oder nicht. Hauptsache, das wird schon gemacht. Und das wird auch behauptet, weil wir sind islamische Regierung, dann Frauen, 500 Frauen haben wir Liste. Und ich denke, 30 homosexuelle Männer wurden schon im Iran gesteinigt. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, das zeigt, Islamisten mit Kopftuch haben angefangen, mit Steinigung weitergegangen. Was ich in deutschen Medien oder Weltöffentlichkeit vermisse, auch ist Widerstand gegen Islamisten, gegen Kopftuch, gegen Frauenrechtsverletzung. Es gibt einen Widerstand und das ist weiblich. Eine Woman-Revolution, eine Frauenrevolution im Iran und in sogenannten islamischen Ländern. Weil wenn Sie als Frau alles verlieren, dann es gibt keine andere Möglichkeit. Und besonders, wenn wir jetzt in einer Welt leben, wir haben ein Handy zu Hause und das haben wir, wir haben Welt in unsere Hände, so wie Obama gesagt hat, es gibt gar keine Möglichkeit. Man muss kämpfen. Das ist ein Foto von Frau Homa Darabi. Sie war Kinderärztin. Sie hat in der Universität Teheran als Professorin gearbeitet und sie hat sich genau gegenüber der Universität, ich weiß nicht, einige Jahre nach Revolution und wenn Kopftuch war eingesetzt, verbrannt im Kampf gegen Kopftuch, weil sie wollte nicht mit Kopftuch zur Universität gehen.
Sie heißt Homa Darabi. Und das war eine große Nachricht damals. Ich wollte, okay, dann bleiben wir hier mit diesem Foto, aber ich muss noch einiges erzählen. Okay, also im Iran, dann haben Frauen angefangen, in verschiedenen Universitäten auch gegen Geschlechtsapartheid kämpfen. Und soweit meine Lebensgeschichte betrifft, ich durfte nicht in die Universität Tabriz weiter studieren. Und ich habe, so wie ich gesagt habe, ich habe in eine Pepsi-Cola-Fabrik gearbeitet. Und wir haben zu Hause gegen Kopftuch geschrieben. Damals haben wir eine kleine Schreibmaschine gehabt, damals. Und haben also unsere Meinung über diese Regierung geschrieben. Allein diese Schreibmaschine war ein Anlass zur Todesstrafe. Und dann irgendwann, einen Donnerstag, ich bin von meiner Arbeit nach Hause gekommen, dann habe ich gesehen, diese Männer mit Kalaschnikow stehen rundherum, wo wir, also meine Wohnung. Also ich war damals verheiratet mit meinem ersten Mann, Physikstudent, und wir haben auch Besuch gehabt zu Hause. Dann, ja, ich habe gedacht, okay, dann unsere Wohnung wurde schon also gesucht. Und ja, bin ich nicht nach Hause gegangen. 5 Personen von meiner Wohnung wurden schon festgenommen damals, am Ende 1979. Und 1980, mein Mann und diese 4 andere Personen wurden schon hingerichtet. Das heißt, einen Monat nach dieser Festnahme. Und ich war schon in Tabriz, die haben mich gesucht. Meine Foto wandert mich überall, weil ich war aktiver als mein Mann auch damals. Und dann, nach einem Monat, ich bin von Tabriz nach Teheran gegangen und ein Untergrundleben angefangen, weil die haben mich gesucht. Jetzt unsere Wohnung und alles gehört der Stadt. Aber was ich gelebt habe seit diesem einen Jahr in Teheran, das war auch ein Horror. Also so wie Hitlers Zeit, Sie können schon vorstellen. Bestimmt haben Sie Buch gelesen oder sehr viele Filme oder sowas. Das war so. Also ich habe gar kein Geld gehabt und meine Familie haben alle Angst gehabt. Ich habe mit einer Organisation gearbeitet, eine linksorientierte Organisation. Und dann 2-3 Mal habe ich Gefühl gehabt, ja, diese Männer sind da. Zum Beispiel, ich habe Kopfschmerzen gehabt, ich wollte in in ein Geschäft irgendetwas kaufen, dann habe ich gesehen, diese Männer sind auch dort. Habe ich sehr viel Angst gehabt. Immer wieder habe ich nachgedacht, was ist Hinrichtung? Weil nach Hinrichtung von meinem Mann, ich habe gedacht, wie kann ein Regime junge Menschen umbringen? Und wie kann ich aushalten, Frau Ahadi, morgen um 12 Uhr, Sie werden schon hingerichtet. Ich war verrückt manchmal. Ich habe nachgedacht, oh mein Gott. Und ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe kein Zuhause gehabt, immer wieder eine Woche mit einem Familienmitglied, eine andere Woche so. Nur eine Erinnerung, sage ich, weil das war interessant. Eine Familie, eine junge Familie, ein Mann und eine Frau und ein Kind haben gehabt, 4 Jahre alt, haben gesagt, Mina, du darfst eine Nacht bei uns schlafen. Nur eine Nacht, habe ich gesagt, ja. Und der Mann hat gesagt, wenn diese Revolutionwächter oder Pastoran hier kommen, dann, also das war die 3. Etage, du musst dich von diesem Fenster runterschmeißen. Habe ich gesagt, ja, okay. Irgendwie habe ich gesagt, ich habe Ruhe, ich schlafe heute in ein sauberes Bett. Dann habe ich gedacht, die kommen nicht. Und dann 2 Uhr Mitternacht tatsächlich haben geklingelt. Und ich bin aufgestanden, diese kleine Baby mit sehr also schöne Haare läuft, weil das war ein Schreckzustand. Und der Mann ist zu mir gekommen und sagt, Mina, ja, die sind schon da. Und ich gucke vom Fenster runter, oh mein Gott, diese 3 Etage, wie kann ich mich... Also schmeißen irgendwie, das ist sehr schlecht. Habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann, wir hören diese Treppe, die kommen schon. Aber die sind nicht zu uns gekommen, sondern 4. Etage. Sie haben nur geklingelt, weil wollten noch eine andere Person
mitnehmen. Das haben die gemacht und das war 4-5 Uhr nach diesem Zustand, der man hat gesagt, du musst gehen. Und Mitternacht, ich bin mit einem Chador auf die Straße gekommen und ich gucke, die sind noch da. Und also, das hat nicht passiert. Ich meine, nach diesem Zustand, ich habe gedacht, ich muss mich umbringen. Das ist besser als so. Und dann, die Organisation hat gedacht, ja, Mina kann nicht mehr aushalten. Dann, ich bin nach Kurdistan gegangen, iranischer Teil vom Kurdistan. Na, und damals war frei. Partisanen haben dort gekämpft und ich bin nach Kurdistan gegangen, obwohl ich bin nicht Kurde, aber also, die Organisation hat schon geholfen. Und dann, ich war 10 Jahre Partisan in Kurdistan. Das ist auch eine andere Teil von meiner Lebensgeschichte. Wenn nachher Interesse haben, kann ich schon erzählen, aber okay. Wir waren am Anfang in Städte und dann Dörf und dann wir sind nach Irak also gegangen, weil es war immer Krieg. Und wir haben fast 7-8 Jahre in Grenze Iran und Irak gelebt. Wir haben gar keine Stadt angehört. Wir waren nur in Berg gelebt, im Zelt. Und manchmal, wenn ich mit meinen Kindern, ich war in Kurdistan, habe ich meinen zweiten Mann kennengelernt und wir haben 2 Kinder, jetzt Erwachsene. Und wenn die fragen, wie hast du ausgehalten, Mama? Ich sage, ja, das war so wie ein Picknick, wenn man hier Picknick macht, aber 8 Jahre. Man bleibt dort. Also wir haben dort geschrieben, Radio gehabt und so, aber trotz alles, das war auch ein Erlebnis. 1990 vom Kurdistan nach Wien geflüchtet, bin allein und nachher mein Mann ist gekommen. Und dann in Wien 1992, es gab eine Menschenrechtskonferenz in Wien, bin ich durchgegangen. Ich wollte jetzt kurz erklären, wie Weltöffentlichkeit hat funktioniert. 1992, Frau Ahadi, nach so sehr vielen Erfahrungen, war ich dort und ich habe gedacht, ja, ich werde über Menschenrechtsverletzungen im Iran reden. Dann sehe ich eine Frau mit Chador, Taleghani, schon mal habe ich meine Tochter Taleghani, Frau Taleghani hat Rede gehalten und hat gesagt, Islam ist gut, Frauenrechte sind so bei uns. Und ich sehe fast 200 Menschen, europäische Frauen und Männer und auch Journalisten sitzen dort und diese Frau sagt, Islam ist gut für Frauen und wir sind so. Und Iran ist gut jetzt, also 1990, 11 Jahre nach all diese Tragödien. Ich habe damals 7 Monate einen Deutschkurs besucht. Ich war schwanger, habe ich mein erstes Kind bekommen und in diesem Zustand habe ich etwas Deutsch gelernt. Niemals, bis jetzt habe ich niemals Akkusativ oder Dativ gelernt. Ich rede immer wieder alles falsch, aber trotzdem alles dort bin ich aufgestanden. Und die Leute haben gesagt, ja, also eine Frau möchte auch. Ich habe gesagt, ich komme aus dem Iran, ich kenne diese Frau, aber hören Sie mich an. Ich komme aus diesem Land und Islam hat mein Leben so beeinträchtigt und kaputt gemacht. Schauen Sie mich an. Mein Mann wurde im Iran hingerichtet. Ich habe Steinigung gesehen, Kopftuch und alles. Und auch vorher zum Beispiel habe ich schon erlebt. Wir haben damals eine Wohnung gehabt, als mein Vater war Lehrer, ist gestorben. Und meine Mama, 25 Jahre alt war damals, bis jetzt ist schon allein geblieben, weil Islam erlaubt nicht, meine Mama lebt noch. 5 Kinder hat gehabt und dann im Islam steht, diese Frau bekommt nicht alles, was Mann gehört. Und wir sollten diese Wohnung verlassen. Können Sie sich vorstellen? Also du hast eine Wohnung und 5 Kinder und der Mann ist gestorben. Und du musst diese Wohnung auch verlassen, weil das gehört nicht dich, sondern die also Schwester von meinem Mann, alle waren, von meinem Vater, Entschuldigung, alle waren da. Es gab eine Sitzung, ich erinnere mich noch, meine Mama hat vehement gekämpft. Sie war eine sehr starke Frau, hat nicht geweint, aber hat gesagt, was soll das? Und das habe ich schon gesehen und nachher
dieser Islam hat Macht gewonnen in mein Land und jetzt komme ich und in Europa einige Frauen und Männer sitzen so und die Frau sagt, Islam ist gut. Islamische Regime ist gut. Und Journalisten stehen und sagen, ja, Frau Talerani, wissen Sie was und was? Und die Antwort ist, das war für mich zu viel. Das war ein Skandal. Und mit meiner schlechten Deutsch, ich bin aufgestanden und habe jetzt schon gesprochen. Und die Journalisten haben gesagt, ja, das ist interessant. Haben Sie Steinigung gesehen? Haben wir gesagt, ja. Und irgendwie Aufmerksamkeit war zu mir, die ist gekommen. Das war sehr gut. Und Medien haben mit mir auch ein bisschen Interview gemacht. 1905, also meine Lebensphilosophie war Kampf gegen Steinigung. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, man muss schon etwas machen. Das ist unmöglich. 1995 war ich in Peking-Konferenz, 35.000 Frauen waren dort. Und so wie immer habe ich gegen Steinigung eine Resolution vorbereitet. Es gab ein Tribunal dort, ein Tribunal über Frauenrechtsverletzung. Und Feministinnen aus USA haben das organisiert. Die Namen von dieser Frau habe ich jetzt vergessen, aber wir waren eine Gruppe aus Wien, Rosa Logar, sehr bekannte Frauenrechtlerin, und andere mit mir, wir sind dort gegangen. Und ich habe schon gesprochen mit dieser Frau, mit dieser Feministin, habe ich gesagt, in dieses Tribunal möchte ich auch kommen und eine Anklage erhoben. Wenn das ist, also Weltfrauenkonferenz, dann ist sehr gut, wenn ich auch dort Rede halte. Und sie haben mit mir ein Interview gemacht, 8 Stunden, und die Frau hat gesagt, nein, ihre Lebensgeschichte ist zu politisch. Wir können das nicht nehmen. Können Sie sich vorstellen? Und dort bin ich im Publikum und sie haben mich nicht genommen, sondern eine Frau war dort. Der Mann hat diese Frau geschlagen. Verstehen Sie, nur über diesen Mann. Und Männer sind verrückt, haben gesprochen. Nicht Islamistin oder islamisches Regime. Und dann habe ich langsam diese Weltöffentlichkeit kennengelernt auf andere Teil. Und unsere Resolution wurde nicht verabschiedet. 35.000 Frauen, wir sind nach Hause gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, Mina, diese Weltöffentlichkeit hat 2 Teile. Eine Regierungen, diese offizielle Veranstaltungen, bla bla bla. Und andere Teil, normale Menschen auf die Straße. Einige Organisationen. Dann habe ich angefangen, ein Komitee gegen Steinigung zu gründen. 300 Personen haben das unterschrieben, so wie Günter Wallraff zum Beispiel in Deutschland, hat schon mitgemacht. Und dann haben wir eine große Kampagne 2010, ich möchte jetzt nicht sehr viel reden, 2010 haben wir eine große Kampagne gegen Steinigung von Sakina Mohammadi Ashtiani organisiert. Ich sage sehr kurz auf, also der Sohn von Sakina, ein 18-jähriger Mensch, hat mich angerufen 2007 und ich antworte, mein Telefon ist sehr bekannt in verschiedene Gefängnisse. Alle Leute haben meine Telefonnummer und ich sage immer, seit Edison hat das also gemacht. Mein Telefonnummer ist nur 01756924130, das. Und diese Telefonnummer ist sehr bekannt im Iran. Und ich höre, klingelt, dann ich sage Hallo und eine von anderer Seite sagt Menschenrechte. Ich sage, ja, ungefähr bin ich Menschenrechte, was möchtest du? Dann hat gesagt, Mina, meine Mama wird gesteinigt. Dann habe ich gesagt, wie heißt deine Mama? Sakina Mohammadi Ashtiani. Habe ich gesagt, oh, das ist ein bisschen schwer. Ich schreibe Sakina Mohammadi Ashtiani. Wo wird deine Mama gesteinigt? Im Gefängnis Tebriz. Genau wo mein Mann hingerichtet wurde. Dann habe ich gesagt, warte, ich muss 2 Mal tief atmen. Dann habe ich gesagt, okay, ich helfe. Und dann 2010, also eine sehr große Kampagne weltweit, Hollywood hat sich geäußert und ich, Nicole Kidman, mit mir in einem Panel. ja, ich habe ein Foto geschickt, meine Kinder haben gesagt, mit dieser Frau, meine Tochter gesagt, Mama, das ist Nicole Kidman. Ich sage, okay, sie war sehr dünn. Okay. Achso. Nein, nein, sage ich nachher. Habe ich sehr viel gesprochen, Entschuldigung. Okay.
zwei deutsche Journalisten auch, hat es Iran festgenommen. Und nachher, nach dieser Kampagne, Steinigung war im Iran nicht mehr möglich. Das heißt, mit Kampf weltweit, Welt ist aufgestanden und Steinigung im Iran ist jetzt verboten. Ja, jetzt können wir. Also das ist ein Foto von Sahar Khodayari. Ein anderer Teil von Frauenrechtsverletzung im Iran ist, dass Frauen dürfen nicht in eine Studie gehen und auch Fußball gucken zum Beispiel. Alles ist verboten. Und die Frau also hat sehr viel Interesse gehabt und wollte schon immer wieder mitmachen. Auch also natürlich alles war verboten. Wenn sie gehört hat, also einige Frauen versuchen, sich so wie Männer bekleiden und dort gehen. Sie hat einiges organisiert und dann, als sie gehört hat, 6 Monate, sie muss im Gefängnis wegen dieser Aktivitäten, sie hat sich auch verbrannt im Kampf gegen diese Frauenrechtsverletzung. Ich meine, die sind einige Ikone von Frauenbewegung im Iran, das wollte ich auch zeigen. In laufender Zeit, also im Iran, so wie ich gesagt habe, Frauen haben gegen Kopftuch gekämpft. Das ist eine lange Geschichte. Aber es gab auch noch sehr viele Demonstrationen im Iran gegen das islamische Regime. Das ist die erste Frau, die öffentlich ohne Kopftuch irgendwo ist gestanden und auch sie hat symbolisch ein Kopftuch zum Beispiel dort gezeigt, das heißt, ich möchte nicht mehr Kopftuch zeigen. Und das ist schon eine sehr wichtige Figur oder ein sehr wichtiges Foto im Kampf gegen Kopftuch im Iran oder auch weltweit hat auch sehr viele Aufmerksamkeit gewonnen. Also mehrere Frauen haben das weitergemacht. Gehen wir weiter. Und da habe ich gesagt, also die Frauen, die sich als Männer gekleidet haben. Und interessanterweise, FIFA hat immer mitgemacht. Das ist auch eine sehr kurze Geschichte, sage ich. Also wir haben, also im Iran, Frauen haben sehr viel Demonstration hin und her. Und ich war einmal in der Schweiz, mit FIFA habe ich eine Sitzung gehabt mit 25 am meisten Frauen. Dann dort habe ich gesagt, was soll das? Also FIFA sollte schon etwas machen. Und die haben damals, ich denke vor 5, 6 Jahren, haben sie gesagt, ja Frau Ahadi, es ist 8. März in einer Woche. Wir versuchen immer wieder etwas zu machen. Das haben nicht gemacht bis jetzt. Letzte Mal zum Beispiel vor, ich denke vor 2 Monaten oder 3 Monaten, ich erinnere mich, es gab schon eine Fußball in Mashhad. Und dort Frauen haben auch, weil FIFA Druck gemacht hat, haben auch Tickets verkauft. Aber 800 Frauen, als dort waren, dürften nach wie vor nicht rein, obwohl Tickets gekauft haben. Und es gab eine große Auseinandersetzung. Wir haben jetzt eine Kampagne gegen FIFA. FIFA bis jetzt auch hat gar nichts gemacht. Aber das ist, also über diese Aktivität von Frauen wurde auch im Iran viel gedreht. Okay. Das ist ein Foto von unserem Kampf gegen Steinigung 2010. Das ist London. Und die Frau ist Sakina Mohammadi Ashtiani. Dieses Foto ist auch sehr bekannt. Okay, gehen wir weiter. Ja, das ist auch nach wie vor, also weltweit sehr viel. Wir haben 18. August, ich denke 2010, in 100 Städten Demo organisiert. Also wirklich, Menschen sind aufgestanden gegen Steinigung und das war ein sehr großer Erfolg. Okay, du kannst weitergehen. Ich muss sehen, was. Okay, also die Frau hat gegen Kopftuch gekämpft, irgendetwas auf die Straße gemacht oder sich geäußert, 20 Jahre Gefängnis und jetzt, sie muss 5 Jahre im Gefängnis bleiben. Sie ist schon seit 3 Jahren im Gefängnis, nur deswegen, weil sie ist gegen Kopftuchzwang. Ich habe gedacht, Foto ist gut, wenn man über eine Frau redet, aber Sie können schon sehen, diese Frau, nur deswegen, dass gegen, also andere Generation, nicht meine, sondern andere Generation, gegen Kopftuch 20 Jahre Gefängnis. Ja. Sie auch gegen Kopftuch hat gekämpft, Soheila Hijab,
ist im Gefängnis mehrmals, hat Hungerstreik gemacht, jetzt nach wie vor sitzt im Gefängnis. Sepi de Polian auch ist im Gefängnis. Sie ist linksorientiert. Sie hat in Demonstration, Arbeiterdemonstration zum Beispiel teilgenommen und hat auch über Menschenrechte, Frauenrechte, Arbeiterrechte gesprochen. Besonders sie ist sehr, sehr bekannt, sehr stark. Sie ist im Gefängnis schon lange. Weiter? Okay, alle diese Frauen wegen Kopftuch sind im Gefängnis. Ich denke, okay, dann mache ich Schluss. Was ich hier erklären wollte, ist, dass wir kämpfen im Iran gegen eine politische Islam, eine islamische Regierung, die erklärt, also schwarz auf weiß, Frauen sind gar nichts. Frauen dürfen gar nichts machen. Zum Beispiel, es gibt kein Scheidungsrecht im Iran. Vielleicht für Sie ist interessant, zum Beispiel, ich habe eine Schwester im Iran, sie ist Frauenärztin, sehr, sehr erfolgreich. Schon seit 20 Jahren lebt getrennt von Mann und also es gibt keine Scheidung, weil der Mann glaubt, das ist nicht gut und sie lebt so. Also nur ein Beispiel. Es gibt sehr viele Probleme, also soweit Frauenrechte betrifft. Das ist ein Teil von Religion und Islam und andere Teil ist als Tradition. Zum Beispiel normale Menschen auch bringen, um wenn eine Frau zum Beispiel eine außereheliche Sex hat oder ein Mädchen, also im Iran, letztes Mal haben wir ein Foto gesehen, der Mann hat seine Frau umgebracht und der, also ist gelaufen auf die Straße und hat auch mit sehr viel Stolz gesagt, ja, sie hat unsere Ehre verletzt. Also das ist auch ein Teil von Problem. Das heißt aber, Hauptproblem ist das islamische Regime und diese Gesetze und im Iran, es gibt sehr viel Widerstand. Ich meine auch, vielleicht letzte Wort ist das, es gibt auch eine Renaissance im Iran. Also da alles ist jetzt offen, alles wird gesprochen, du darfst nicht dich schminken und auf die Straße gehen. Du darfst nicht laut lachen. Meine Schwester zum Beispiel sagt in der Universität, also sie ist auch sehr laut und Ärztin und läuft hin und her und sagt, ab und zu, ich kriege auch ein Zettel, sie dürfen nicht so laut lachen. Verstehen Sie? Alles ist unter Kontrolle. Und genau deswegen, dann wird schon sehr viel darüber gesprochen, was ist das eigentlich? Und ich sehe sehr viele Menschen erklären, ich habe keine Glauben mehr. Ich habe keine Glauben. So, zum Beispiel ältere Leute, meine Familienmitglied, ich habe telefonisch und ich rede, betest du? Nein. Wir haben das gesehen. Also wir haben gesehen, was bedeutet Islam in unserem Alltagleben. Und es gibt einen großen Widerstand vor Frauenrechte, vor Menschenrechte. Und ich denke, das ist ein Glück für uns alle. Und ich hoffe, irgendwann werden wir schon uns befreien von islamischem Regime und auch von Religion und alle Dutme. Dankeschön. Danke. Sehr lang habe ich gesprochen. Vielen Dank für die Frage. Gerne. Danke für die Einladung. Wie war das damals in Kurdistan? Also wie habt ihr da alle zusammen gekämpft? Also mit den Kurden und den Iranern? Oder war das eher getrennte Organisationen und man hat die sich unterstützt? Oder? Ja, also im Kurdistan damals. Erstens, nach Revolution im Iran-Kurdistan war immer gegen dieses islamische Regime und am meisten Menschen waren gegen. Es gab aber verschiedene Organisationen, links, rechts, so Nationalisten, kurdische Nationalisten zum Beispiel. Ich habe mit einer Organisation gearbeitet damals namens Komele und nachher wurde schon Kommunistische Partei Iran gegründet mit diesen verschiedenen Organisationen auch aus dem Iran. Es gab verschiedene Organisationen, aber wir haben zum Beispiel ein Lager
gelebt, zum Beispiel, das ist unsere Lager und andere Lager gehört andere Organisationen. So haben wir uns manchmal auch gesehen. Und auch Volksmujahedin, bestimmt eine bekannte Name aus dem Iran, eine religiöse Sektorganisation auf meiner Sicht, aber trotzdem, die waren auch dort aktiv. Am Anfang waren wir in Städte und Dörfer, das war ganz gut gemischt mit Menschen, aber nachher, als wir dort waren, es gab einige Gruppen, die gekämpft haben bei uns, zum Beispiel die Organisation, man kann schon vorstellen, 2000 junge Menschen gehören dieser Organisation, Linksorientiert. Sehr viele Gruppen haben gegen das islamische Regime gekämpft, mit dieser Hoffnung, dass wir gehen zurück. Also ich erinnere mich, letzte Mal, als ich meine Mama in Teheran getroffen habe und habe gesagt, Mama, ich gehe nach Kurdistan. Das war ein geheimer Platz. Wir haben uns getroffen und meine Mama hat gesagt, wie lange bleibst du weg? Habe ich gesagt, 3-4 Monate höchstens. Die kommen, also wir kommen und die, also diese Islamisten können nicht bleiben. Aber jetzt ist schon 43 Jahre und ich habe zum Beispiel meine Mama nur einmal getroffen. Nach so diese 43 Jahre. Okay, ja, wir haben also einige haben gekämpft, aber ich nicht. Ich war nicht in Kampfgruppen, sondern wir haben im Radio gearbeitet. Es gab dort auf Persisch, Kurdisch und Türkisch Sendung und ich habe Kurdisch gelernt dort und Persisch, Türkisch. Meine Muttersprache ist Türkisch. Dann habe ich dort gesprochen über Frauenrechte, Menschenrechte, so. Im Radio habe ich gearbeitet. Und nachher haben wir auch eine Schule gehabt für Partisanen. Ich war Direktorin von dieser Schule und dann, ich habe meinen zweiten Mann, als er dort studiert, aber ich habe mit einer Studie, also dort kennengelernt und dann, ich war verheiratet, zweiter Mann ist mein Mann. So. Das ist zu gefährlich. Ja, das ist für mich. Ja, richtig. Also das ist eine gute Frage. Ich möchte auch das ein bisschen erklären. Ja, bin ich nach Kurdistan gegangen und meine Familie haben gar nichts gewusst, wo bin ich, ob ich lebe oder nicht. Das war eine sehr schwierige Lage. Aber so haben wir einen Brief geschrieben. Und als ich 1990 nach Wien gekommen war, ich habe angerufen, meine Mama und meine Familie, habe gesagt, jetzt ist alles normal und Mama, du kannst schon nach Wien kommen und uns treffen. 1993, meine Mutter ist nach Wien gekommen, 6 Monate war bei uns und alles war sehr gut, weil nach so vielen Ereignissen haben wir sehr viel zu sagen gehabt. Und ich habe mein erstes Kind auch damals gehabt und alles war gut. Und als meine Mama nach Iran geflogen war, wir waren im Flughafen und haben wir ganz normal verabschiedet, meine Mama hat gesagt, ich komme noch einmal nächstes Jahr zum Beispiel. Und als sie im Iran war, islamische Regime hat meine Mama festgenommen. 2 Wochen war im Gefängnis und dann war in Intensivstation. Ich habe nachher gar nichts gehört. Ich wollte schon wissen, ob meine Mama angekommen ist. Keine hat geantwortet. Ich habe meine Schwester angerufen. Ich habe 2 Brüder und 2 Schwestern damals gehabt. Jetzt meine 2 Brüder sind gestorben leider, aber ich habe diese Brüder auch nicht getroffen. Und dann meine Schwester hat aufgelegt. Habe ich gesagt, okay, dann etwas hat passiert. Nach 2 Monaten meine Mutter hat angerufen, hat gesagt, du musst aufpassen. Die sind so aggressiv, Mina. Ich habe zum Beispiel Brief geschrieben nach Iran geschickt und Foto von meinem Baby. Und meine Mama hat gesagt, nicht nur Kopie von deinen Briefen, sondern eine Kopie von deinem Kind auch haben mich gezeigt. Können Sie sich vorstellen? Und dann hat gesagt, du musst aufpassen. Ich habe so viel, also ich kämpfe gegen das islamische Regime. Ich habe mehrmals Bodyguard gehabt. Ich bin immer in Gefahr. Ne, aber meine Kinder, das war zu viel. Und dann habe ich mit Polizei gesprochen in Wien, haben wir unsere Wohnung gewechselt. Und allein deswegen, wir sind von Wien nach Köln umgezogen, weil ich habe dort das Gefühl gehabt, ist nicht sicher, also noch einmal geflüchtet. Ich kann nicht nach Iran, natürlich, das ist gefährlich, eine Todesstrafe ist gegen mich. Aber Sie können schon vorstellen, also das ist schon eine große psychische Belastung für uns alle,
wir dürfen nicht unsere Familie sehen, zum Beispiel 43 Jahre lang. Ich habe meinen Bruder nicht gesehen, hat eine Krebs gehabt, andere, also nach Corona gestorben. Und dann, ich sehe schon zum Beispiel meine Mutter mit Herr WhatsApp mit mir hat jetzt Kontakt. Vor einer Woche hat gesagt, ja, wir dürfen nicht auch mit WhatsApp reden. Wieso? Die haben angerufen, sie dürfen nicht. Ich kann diese Mentalität nicht verstehen. Und sie, also das heißt, du darfst nicht mit deinem Kind reden, weil sie ist gegen uns. So, das ist alles verboten. Das ist so wie islamischer Faschismus. So ist das. Wie siehst du die Diskurs, also die Möglichkeiten auch in Deutschland oder die Situation der Linken in Deutschland? Ich habe auch das Gefühl, dass um rechten Kräften nicht die Arme zu spielen, den Sachen Fremdenhass, Ähnliches, dass eine sehr vorsichtige Position gegenüber dem Islam eingenommen wird. Ja. Und wie gehst du selbst damit um? Und wie würdest du dir wünschen, dass wir damit umgehen? Das ist eine sehr gute Frage. Also, da ich sehr lang gesprochen habe, habe ich nicht über unsere Organisation in Deutschland gesprochen. Seit kurz auch 2007 haben wir eine Organisation gegründet, Zentralrat der Ex-Muslime. Weil ich habe Gefühl gehabt, in Deutschland, diese Weltöffentlichkeit versteht nicht, wenn wir über Kopftuch, Zwang oder Islamisten oder sowas reden. Und dann habe ich Gefühl gehabt, wir waren vorher Ausländer und in laufender Zeit, wir sind Muslims. Also eine Etikett haben wir bekommen. Zum Beispiel gegen Steinigung habe ich ein Interview gemacht mit WDR und dann ich sitze zu Hause und ich gucke und da steht Mina Ahadi, muslimische Frau. Habe ich gesagt, das ist eine Schande. Habe ich angerufen, habe ich gesagt, oh mein Gott, wenn Ali Schwarze ein Interview hat, ich habe nicht gesehen, katholische Frau oder was, Ali Schwarze. Und wieso ich als eine muslimische Frau? Oder zum Beispiel, ich war zu Hause einmal, also diese Karikaturgeschichten in Dänemark, haben Sie alle gehört, es gibt eine Karikatur und Islamisten möchten alle umbringen. Und dann, ich sitze zu Hause und im Fernsehen sehe ich Vorstand, Vorsitzende von Zentralrat der Muslime, damals eine Herr Köhle oder einige andere Leute reden und erklären, also ganz normal in einem deutschen Fernsehen, ja, das ist beleidigend, Millionen Moslems sind beleidigt von dieser Karikatur. Ich habe meine Mama angerufen damals, habe ich gesagt, Mama, bist du beleidigt? Mama, meine Mutter hat gelacht und gesagt, nein, im Iran, es gibt sehr viele Witze über Prophet Mohammed oder sowas. Dann habe ich angerufen, diese Fernseher, habe ich gesagt, machen Sie -3. Meine Mama, ich und mein Mann, wir sind nicht beleidigt. Also ich meine, das ist Witz, aber trotzdem Wahrheit. Und genau deswegen habe ich gedacht, also wir haben schon gehört 2006, es gibt eine Islamkonferenz. Und in dieser Islamkonferenz wird über Angelegenheit von Millionen Muslims in Deutschland gesprochen. Das habe ich nicht richtig gefunden. Wir haben Demo organisiert gegenüber und Medien haben Interesse gehabt, mit uns reden. Die sind einfach weggelaufen. Dann haben wir, also mit Giordano Bruno Stiftung und Michael mit Salomon, diese Idee, wir machen eine Kampagne. Wir haben abgeschworen, so wie Vorbild von Frauen 1970, wir haben abgetrieben mit unserem Foto und unserer Identität. Also ich habe ein Interview gemacht mit Fokus, hat das veröffentlicht und zwei Stunden nachher, ich sehe zu Hause in Köln, 8 Männer haben geklingelt, ja, von Personenschutz. Was haben Sie gemacht, Frau Ahadi, was soll das? Wieso haben Sie, ich habe gesagt, hier ist ein demokratisches Land und ich habe gesagt, ich bin nicht mal Moslems. Nein, nicht mit ganzer Identität, mit Foto. Sie, also haben die gesagt, Sie können schon diese Foto veröffentlichen, aber schreiben Sie Mina A, ohne Familienname. Habe ich gesagt, wenn mein Foto veröffentlicht und wir möchten, also Gesicht zeigen. Ich habe gesagt, schauen Sie. Ich habe diese Monster von Anfang an gesehen. In meinem Land wurde politischer Islam irgendwie geboren in neue Zeit. Ich habe gesehen, ich habe keine Angst.
Wenn sie Angst haben und einen Schritt nach hinten gehen, die kommen schon nach vorne. Genau deswegen muss man schon aufstehen und etwas machen. Die Organisation wurde gegründet und ist jetzt sehr gut. Also, soweit Linken betrifft, Linkspartei hat bis jetzt mit mir oder mit uns gar keinen Kontakt gehabt. Nur einmal haben mich eingeladen, weil die glauben, Kopftuch ist eine Kultur von Minderheiten und das ist nicht so gefährlich. Und Minderheiten haben verschiedene Kulturen und ja, das ist auch ein Teil. Wir müssen Toleranz haben. Und ich sage, ja, erstens, die Menschen aus verschiedenen Ländern haben verschiedene Esskulturen. Zum Beispiel, ich liebe arabische Küche oder auch türkische. Aber wenn man über Frauenrechtsverletzung redet, das ist keine Kultur, sondern das ist Menschenrecht oder Frauenrechtsverletzung. Das ist auch, also es gibt Diskussionen, Mina Hadi ist rassistisch und so. Und ich versuche immer wieder in verschiedene Medien gehen und erklären, ja, schauen Sie mich an. Das ist meine Lebensgeschichte und das ist meine Theorie. Religion ist frauenfeindlich, allein Kopftuch, was bedeutet? Wenn auch nicht mit Zwang, aber ich muss mich verstecken, weil Männer eine Erregung bekommen, dann sage ich, Männer können nicht gucken oder irgendeine Brille oder irgendetwas. Was soll das? Bis Ende mein Leben muss ich mich verstecken. Wieso mein Körper oder meine Haare sind gefährlich? Das ist schon per se ein Problem. Und Linkspartei versteht das nicht. Ich war einmal in Wien, habe ich Rede gehalten mit zwei, drei, also Grünen haben das eingeladen, die sind auch ein bisschen auf dieser Ebene. Und ein Mann aus Afghanistan hat dort auch Rede gehalten, ein hübscher Mann. Und dann habe ich gesagt, bevor ich anfange, bitte ein Kopftuch für diesen Mann. Der Mann war so ein Kopftuch. Und alle haben gelacht und haben alle gelacht. Und der Mann hat gesagt, was soll das, Frau Hadi? Ich habe gesagt, Sie sind hübsch und ich bekomme eine Erregung. Genau deswegen, Sie müssen ein Kopftuch tragen. Und also wenn man so denkt oder sagt, dann alle verstehen, über was reden wir eigentlich. Bis Ende mein Leben darf ich nicht meine Haare zeigen, weil du eine. Also das ist schon problematisch. Und die Linkspartei hat mit mir bis jetzt nie angefangen, immer mit Islamisten. Und das ist eine große Frage. Ja, machen wir Schluss. Danke. Danke.